In vielen Teilen Österreichs ist der Winter angekommen. Auf eingeschneiten Straßen haben sich einige Autos regelrecht festgefahren, wie hier auf der Brennerautobahn nahe Nösslach. Am Zierberg östlich von Innsbruck kamen Autos von der Fahrbahn ab und sind in den Graben gerutscht. Selbst der Winterdienst blieb im Stau stecken. In der Nacht zum Mittwoch schneite es im Alpenraum heftig, wie unser Wetterradar zeigt. Innerhalb kürzester Zeit kamen über 20 cm Neuschnee zusammen und es wurde winterlich. Teilweise ging es weder vor noch zurück.